Wen habe ich denn? Ich glaube, dieser Kampf war ziemlich einfach. Ja, so genau in Erinnerung habe ich es nicht mehr. Ich nehme es jetzt einfach mal. Es ist Jackie Iaquea. Ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Da er den Sumo-Sport achtet, reist er nach Hawaii, um der Beste zu werden. Natürlich. Leider versagt er und nun benutzt er stattdessen seine Sumo-Fähigkeiten im internationalen Wrestling. Oder Ring. Seine Fähigkeiten Aloha Clap und Augury Grip. Könnte interessant werden, obwohl ich werde nicht. Nee, du wirst mich nicht mit deinem japanischen Wrestling Moves besiegen. So. Meine Sumo-Fähigkeiten werden dich zerstören. Besiegen. Okay, dann wollen wir mal hier. Ich sehe gerade, wenn ich mich nicht bewege, dann bewegt sich der Gegner auch nicht. Treffe ich ihn? Nein. Ja, komm, fangen wir an. Ich glaube, dieser Kampf wird nicht sehr schwer sein. Aber es sieht so aus, als ob er viel Energie hat, muss ich sagen. So, wieder mal eine Fähigkeit erlernt. Aber ich bleibe bei meiner Blazing Fist, denn ich glaube, das ist zurzeit meine stärkste Attacke. Aua. 45. Nochmal, komm. Aloha Clap. Wow, Typhoon oder was? Aber es bringt's nicht. Es bringt's irgendwie nicht. Ich werde weiter Blazing Fist benutzen. Ich möchte am liebsten seine Ukulele da mitnehmen nach dem Kampf. Oder ihm das einfach über die Rübe zu ziehen. Aber wartet mal, wartet mal, wartet mal. Ich will ihn von vorne sehen. So, drehe ich um. Ja, so war es nicht geplant. So, Maschi, komm, Blazing Fist. Und jetzt flüchte. Battlecry. Yippee, nein. Er ist doch ein bisschen flink. Aber nur ein bisschen. Und ich sehe gerade, das sieht doch einiges ab. Wisst ihr was? Ich bleibe jetzt hier einfach stehen. Und werde die ganze Zeit Battlecry benutzen. Bis er halt auf mich zukommt. So. Ja, das ist easy. Das ist ein easy Kampf. Ich glaube, den hätte ich zuerst machen sollen, bevor ich mich hier gegen diesen Tellahan stelle. Aber egal. Ich habe den Kampf sowieso geschafft. Haha, er kann seine Arme nicht benutzen. Hahaha. Sehr gut. Na, was ist los, hä? Kannst nicht mehr angreifen, hä? Ja, das ist der Nachteil beim Sumo halt. Da benutzt man halt nur seine Arme und nicht seine Beine. Das war's auch schon. Right on. Jackie Okuea. Oh, die Ringseile. So, jetzt werde ich erstmal speichern, denn ich habe keine Lust, nochmal gegen diese Typen zu kämpfen. Und dann werde ich mich als nächstes um diesen komischen Typen hier kümmern. Great Asia. Ein japanischer Wrestler, der die Techniken vom mexikanischen Lucha Libre Champion El Rudo gemeistert hat. Seine Moves sind extrem grob und er wird auch der Dark Angel genannt. Der dunkle Engel. Seine Fähigkeiten sind Frankensteiner und Tornado Press. Okay. Ha, Maschi, du mickriger Freak. Du hast offensichtlich kein Talent. Ich werde deinen Kopf abhacken. Okay. Große Worte für so einen Freak. Er ist ja selber ein Freak. Und er kommt gar nicht näher. Was soll ich denn jetzt hier machen? Wir greifen mal. Okay. Das hat sich erledigt. Obwohl beißen? Beißen? Man darf doch nicht beim Lucha Libre beißen. Also Lucha Libre ist ja dieses Wrestling in Mexiko und ich habe noch nie gesehen, dass da jemand gebissen hat. Egal. Ich werde ihn jetzt erstmal fertig machen. Und den Armlock benutzen. Vielleicht wird sogar sein Arm gelähmt sein. Nein, leider nicht. Aber ich werde jetzt erstmal auf Attacke gehen. Komm schon. Gib auf.
Ja, er benutzt den Frankensteiner. Das heißt, ich werde diese Attacke auch erlernen. Ja. Ja, das ist halt die Sache. Ich weiß nicht, was die andere Attacke von ihm ist. Ich würde es zu gern wissen, aber so, wenn er mich nur hier mit dem Beißen angreift, dann kann ich die auch nicht lernen. Das ist das Problem. Oh, und ich sterbe gleich. Ich sollte mich heilen. Ja, komm. Benutze noch einmal Battle Cry. Und danach werden wir. Ja, er beißt mich die ganze Zeit. Was soll denn der Scheiß? Das ist doch scheiße. Es wird nicht gebissen beim Wrestling. Also beim Lucha Libre. Ich mach den jetzt fertig. Schluss mit lustig. So, komm, stirb. Stirb, habe ich gesagt. Mit der Blazing Fist. Oh, er ist noch nicht tot. Ich dachte, er wird sterben. Habe ich ihn wohl unterschätzt. Oh, jetzt. Soll ich aufs Risiko gehen und ihn nochmal angreifen? Oh. Er ist schon tot mit dem Counter. Na egal. Ich hätte gern diesen Tornado-Twist oder sowas noch erlernt, aber er hat den nicht benutzt. Ach, mein Hals. Okay, ich werde wieder speichern. Ja. Und mich jetzt. Wem werde ich mich stellen? Wie wär's mit Mr. Schnurrbart? Ich habe keine Ahnung, was er drauf hat. Max Morgan. Er ist Amerikas Nummer 1 im Wrestling. Und hat sich einen Namen gemacht als Hollywood-Star. Da stand er noch. Ich habe schon weggedrückt. Er fühlt sich jedoch gelangweilt. Und deswegen sucht er nach neuen Herausforderern, die ihm einen neuen Kick beschaffen können. Yeah. Seine Fähigkeiten sind der Max Bomber. Ja klar, er ist ein Narzisst. Und der German Suplex. Er benennt seine Attacken nach sich selbst. Das ist schon ziemlich narzisstisch. Okay, come on, boy. Max Bomber, Nummer 1. Sprich mal richtig, ey. Und ich sehe jetzt auch schon, an wen das eine Anspielung sein soll. Also ich denke mal an Hulk Hogan, oder? Der sieht schon ziemlich nach Hulk Hogan aus. Wie werden wir an die Sache rangehen? Ich werde mal sowas hier benutzen. Denn ich habe noch in Erinnerung, dass der German Suplex ziemlich heftig war. So, komm. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, da, da. Das ist so geil, wie ich immer hier flüchten muss. Aber ich möchte den Jump Suplex natürlich auch lernen. Denn, das ist eine sehr starke Attacke, wie gesagt. Die wird mir noch sehr nützlich sein später. Deswegen werde ich jetzt auch in den Nahkampf gehen, damit ich den jetzt auch erlerne. Und ihr habt gesehen, 122 hat er mir abgezogen. Das ist heftig. Jetzt benutzt er. Und das ist das Dumme. Er kann zweimal hintereinander angreifen. Das heißt, ich bin immer klar im Nachteil. So. Ich werde weiter mit dem Aloha Clap angreifen. Denn so kommt er mir nicht in die Quere. Ja, das kommt davon, wenn man halt nur im Nahkampf gut ist und keine Distanzattacken drauf hat. So dauert der Kampf zwar ein bisschen länger, aber so kann ich es halt auch bestehen. Denn wenn er mich jetzt noch einmal erwischt mit dem German Suplex, dann greift er danach, also danach greift er mich nochmal an und dann bin ich auf jeden Fall geliefert. Nein! Nein, 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 nein. So war das nicht geplant. So war das nicht geplant. Du solltest zurückgeschleudert werden. Wie ich sowas liebe. Oh, oh, oh. Er könnte mich erwischen. Aber zum Glück nur mit dem Max Bomber. Schnell weg hier. Okay. Wohin geht er jetzt? Dann gehe ich nach oben. Und benutze Battlecry. Okay, das ist ja ziemlich feige von mir, aber egal. So muss das gemacht werden, um diesen Kampf zu bestehen. Das ist einfach zu viel Stress für mich. Kämpfe sollten in diesem Spiel
einfach entspannt vorangehen und nicht so viel Panik in mir auslösen. Ja, aber ich bin zum Glück schneller als er. Hahaha. Tja, Hulk Hogan, tut mir leid, aber mit dieser Taktik wirst du mich nie schlagen. Flüchte nach rechts, flüchte nach rechts. Nein, da hat er mich erwischt. Aua. So, Battle Cry.